Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kamich in the Game. Jetzt endlich mit dem Headset. So lange habe ich drauf gewartet. Auf das Beyerdynamic MMX 300. Für zu viel Geld. Gut, nehmen wir direkt einen Kampagnenauftrag. Ah, ein bisschen was fehlt. Das ist übrigens die erste Aufnahme damit, die ich mache. Ich hoffe, man hört mich laut und deutlich. Ich hoffe es sehr. Ich habe extra auf... Ich glaube... ...10 Dezibel plus gemacht. Ich weiß nicht genau... Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Ich muss leiser machen. So, also 68 scheint gut zu sein bei dem Fahrzeug. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Die Reifen sehen runter aus, aber... Oh Gott, die ganze Achse hinten. Wäre schön, wenn ich... Achso, habe ich ja schon. Ja, super. Dann brauche ich das schon mal nicht mehr zu ändern. Das ist schon mal sehr schön. Auf jeden Fall, wie ich schon sehe, das Getriebe scheint komplett Schrott zu sein. Kraftstoff. Ja, was ich runtergeladen habe, das war gratis. Da habe ich mir so gedacht, okay. Okay. Ui, da fehlt aber viel. Aber bislang kann ich wirklich nur eins zum Headset sagen. Es liegt verdammt gut und es ist ohrumschließend. Das ist so bequem. Ich habe das jetzt schon ungefähr spät, 22 Uhr. Das geht. Schätze, 3 Stunden habe ich ja schon auf. Und es drückt nicht, es ist... Gut, der Preis, der drückt. Ja. 300 Euro sind kein Schnäppchen. Wie ich finde. Immerhin. Ich habe mir nicht mal so viel davon so, weiß nicht, vorgestellt, dass das so heftig sein wird, das Headset. Aber für den Preis. Wie gesagt, ich hoffe auch sehr, dass ihr mich laut, deutlich und klar hört. Das andere Headset jetzt langsam, da war der Bügel schon gebrochen und so. Ich meine, gut, das war jetzt von 2012, das war 5 Jahre alt. Kann ich nichts sagen. Hat seine Arbeit auf jeden Fall sehr gut gemacht. Jetzt habe ich mir nur noch mal eine externe Soundcard gegönnt. Das wird bestimmt auch noch mal, das ist auch noch mal relativ teuer. Nein. Sieh schon, Fahrwerk. Ist bei dem nicht mehr ganz so frisch. Oh nein. Problem ist, wie zum Beispiel jetzt, ich kann nicht einfach aufstehen und die Balkontür aufmachen. Ist natürlich nicht ganz so schön. Aber ich habe einfach keinen. Ich habe Kabel. Toll. Äh.
Da ist noch eine. Die Feder hier kann auch weg. Die muss auch gewechselt werden. Na los. Die Bremsscheibe hier auch. Oder? Ich weiß es nicht. So. Ich guck mal ganz kurz, was denn hier der Zettel sagt. Alles bis auf 4 Sachen. Ich baue mal ab. Ich bin mir zwar jetzt gerade nicht so sicher. Nein. 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 Nein, der ist die. An den Teilen sieht man das eigentlich auch ganz gut. Na gut, die hätte ich ja. Das Lenkgetriebe sieht eigentlich auch noch ganz okay aus. Aber 4 Sachen fehlen. Ah, bestimmt hier die Gummibuchsen. Hier, jede Wette. Genau. Andere Seite dann auch. Dann haben wir alles. Brauche ich nur es wieder zusammenbauen. Geil. Ja. Geil. Das ging jetzt reibungslos. Ah ne, warte mal, der will ja 100%. Ich repariere mal kurz alles. Nein, nein, der will ja nicht neu. Fliege, geh weg. Warte mal, der will ja auch nicht neu. Ich verkaufe mal ganz kurz alles. Ui. So. Ah ne, Quatsch. Ja. Zwei Gummilager-Dinger. Will er nicht neu. Gummilagerbuchse klein, ist mir egal. Groß, groß. Groß, groß, groß. Groß, 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 groß. Ah. Hier will er alle. Beim Querlenker oben will er auch alle. Nein. Jetzt reicht's. Genau. Ich kaufe erstmal kurz diese mit Tee Gummi-Dinger da. Da. So viel brauche ich zwar nicht, aber. Was? Ach so, genau. Ja. So, Vorderachsträger Typ C. Die Starrachse habe ich noch nicht mit drin. Dann scroll ich mal nach da. Ach, Katalysator. Cool, habe ich repariert. Was kommt hier noch? Gar nichts. Mittelschalldämpfer habe ich doch nicht mehr. Ui. Abgasrohr mit Glück. Nein. Nein. Endschalldämpfer. Ach Quatsch, falsche Taste gedrückt. Endschalldämpfer? Nein, auch nicht. Auch nicht. Gut, dann kaufe ich
kaufe ich jetzt mal ein. Hey, T. Vor der Achse, Typ C. Starachse, Typ A. Cutter. Typ A, ne? Starachse. Achso, na gut. Okay. HA Typ Blattfeder. Endschalldämpfer. V8 Typ A. V8 Typ A. Sieht doch eigentlich genau gleich aus. Kraftstoff. Jetzt wird wieder gebaut. Neu. Neu. Soll ich jetzt welche von den beiden? Ist jetzt die, die er nicht haben will? Oder ja. Ich meine, das ist mir jetzt egal, das kostet nicht so viel, aber wäre trotzdem interessant zu wissen. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt wirklich egal. Diese paar Cent da. Oh, ja. Die kriege ich schon irgendwo anders rein. Ah ne, Quatsch, ja genau. Die Reifen? Zwei will er neue, muss ich gucken, wo, vorne oder hinten? Warte mal, die Lenkwelle? Gelenkwelle. Gelenkwelle Typ A will er auch neu. Gehen wir erstmal nach da. So. Nein, nein, nein. So. What? Dann mal kaufen wieder. Ach, warte mal. Ach. Hätte ich jetzt trotzdem. Na egal. Blattfeder. Gelenkwelle. Typ A. Stoßdämpfer, HA2-Druck. Öldruck, ne? Ja. Hitzeschutzblech. Vierloch-Scheibenbremsen, HA. Vierloch-Scheibenbremsen, HA. Na, war mir klar. Hinten war ja, glaube ich, alles kaputt. Ups. Habe ich schon mal vor. Okay.
So. Na los. So, erstmal kurz wieder kaufen. Erstmal will ich kurz hinten fertig machen. Steckachse 2x HA. Befestigung. Achsschenkel Typ B, ne? Ne, Typ C. Aber gleich werden wir gucken, wieder in die Optionen. Dann sehen wir, wie schön viel wir schon wieder gut haben. Bremsscheibe. Oh, wow. Ja, Reifen noch nicht. Tack, tack. Nee, Reifen noch nicht. Jetzt mal wieder nach vorne gehen, das da einbauen. So, Stoßdämpfer brauche ich dann auch neu. Federbein zerlegen. Da, 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 da. Weil irgendwas brauche ich nicht. Ich habe jetzt nicht, ich glaube, das war der Stoßdämpfer an sich. Den ich nicht blocken. So, das verbinden. Genau. Genau, die Federn brauche ich und diese untere Leger. Feder. Die Domlager. Ja, richtig. Er war doch gerade ganz unten. Klick, klick, klick. Na, da. So. Ach so. Ups. Hab ich noch vergessen anzubauen. Super, super, super. Hier. So. Hinten beide. Okay. Also hinten beide sollen neu. Ich komme nicht nach vorne. Ich hoffe, ich kann die reparieren, weil hier nach. In der nächsten Folge gibt es dann hoffentlich etwas mega geiles. Für mich, für uns. Was sage ich nicht? Ich hoffe, ich kann die reparieren. Die Felgen. Wäre cool. Ich glaube nicht, die waren schon sehr rot. Ja, 18%. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, bis
30% oder so kann man reparieren. Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Egal. So. Eine konnten wir komplett reparieren, die andere leider nicht. 100. Ventura Extreme 20. Ventura Extreme 20. 20 soll. Huch. Super, wir haben nichts mehr. Das Auto muss nochmal. Ach ja, außenrum. Ganze Karosserie. Aber ey, komm. Ich hoffe, es fühlte sich jetzt nicht nur an. Ich fand aber, es ging relativ fix. Ah, stimmt ja. Ja. Mach. Ich bin leider ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das hört man nicht. So, wie ist das Auto? Castro Earthcure. Cast. Ist das richtig geschrieben? Castor. Castor. Ja. Huch, jetzt hab ich. Earthquake. Earthquake. Ah, super. Heckklappe habe ich schon mal gesehen. Vordere Licht. Links habe ich schon mal gesehen. Das habe ich auch gesehen. Mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay. Schuhstange von weiß ich nicht. So. Am Fahrwerk müssen wir jetzt. Wir müssten es an sich relativ viel. Ja. Du hast es gekauft. Oh, nein. Gut, dass ich sparen wollte. Das gibt's doch gar nicht. Heckscheibe, Türscheibe hinten links. Ach man, ist doch nicht so schön. Na los. Außenspiegel links. Scheinwerfer links. Die habe ich glaube ich sogar schon gekauft. Ja, nicht, dass ich das schon wieder zweimal kaufe. So. Gut, ist noch Öl und dann Lack hier. Ach, geil. So. Gluck, gluck, gluck. Ach, Ölwechsel. Stopp. Verdammt. Zur Seite gehen. So. Und wieder vollfüllen.
bewegen, lackieren. Welcher Farbe will er denn haben? Original oder irgendeine spezielle Farbe? Geht das denn im Originallack? Original in Weiß. Und, ui, Einnahmen. 43.000. Gleich. Hinten. Ich habe bestimmt auch keins mehr, wa? Nummernschild. Ja, ja, von mir aus. So. Weg mit dir. Geil. Super. Wir haben eine Kiste bekommen. Die mache ich auch nochmal auf mit euch zusammen. Karten. Jeder wird wieder schön Karten. Eine. Oh, Qualität 4. Interaktion. So, mit O, was haben wir noch? Jo, sonst haben wir nix. Gut, wir haben immer noch zu wenig Geld, also gibt's in der nächsten Folge doch noch mal normale Fahrzeuge. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich, gebt auch noch rum und schreibt in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Ciao.